Ich dachte, ich kann flüchten. Bitte 4. Mein Kopf. Wer zum Teufel war das? Und wo bin ich jetzt? Ich muss mich irgendwie befreien. Wer weiß, wann meine Entführer zurückkommen. Puh. Okay, wir können wahrscheinlich erstmal nicht viel machen, ne? Und wir haben kein Inventar mehr, nur noch die Fesseln. Wer immer mich festgebunden hat, wusste, was er tat. Toll. Eine grüne Plastikflasche. Ich kann nicht so genau erkennen, was es ist. Ich schiebe sie näher ins Licht. Ja, und was ist es? Petroleum. Ach so. Dem Gewicht nach zu urteilen, ist auch noch etwas drin. Das ist schon mal gut, aber wir können es mit den Füßen... Petroleum. Ja. Wir können es Petroleum. Nicht aufnehmen, okay. Was ist hier überhaupt geschehen? Der Orden scheint in der alten Mine sein Lager aufgeschlagen zu haben. Der Platz reicht für mehr als ein Dutzend Leute. Das wäre das halbe Dorf. Ich muss mich in Acht nehmen. Jeder könnte Mitglied des Ordens sein. Irgendwo im Nirgendwo. Mein Kopf dröhnt, meine Zunge ist geschwollen und die Augen brennen. Das war ohne Zweifel die übelste Nacht, die ich jemals verbracht habe. Es ist nicht leicht, dem Orden zu entkommen. Sie müssen Wachen vor der Mine aufgestellt haben. Eine von ihnen hat mich mit einem Betäubungsfall erwischt. Wo bin ich? Bin ich noch im Willow Creek? Draußen scheint die Sonne, das heißt, ich muss mindestens für ein paar Stunden ausgenockt gewesen sein. Theoretisch könnten es aber auch mehrere Tage gewesen sein. Okay, und... Was? Was war denn das jetzt? Nein, neueste Aufgabe, bitte. Ich habe gesehen, was diese Typen mit Reginald gemacht haben. Wenn ich hier bleibe, bedeutet das Lebensgefahr. Aber ich denke, hier haben wir auch jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit. Petroleumlampe. Eine alte Petroleumlampe. Sieht mir ziemlich groß und schwer aus. Das Glas fehlt. Die bringt uns also gar nichts. Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange war ich ausgeschaltet? Durch die vernagelten Fenster... Ja. Gut, das kann nicht alles sein. Wir müssen hier noch mehr gebrauchen können. Ein alter Putzlappen. Ganz offensichtlich wurde er schon sehr lange nicht mehr benutzt. Die Möbel wurden abgedeckt, was? Um sie vor Staub zu schützen. Und wenn ich mir den so ansehe, war seit Jahren niemand mehr hier. Was war, wie, wo? Der hat es jetzt wieder dagelassen? Warum? Hier sind noch Glasscherben. Eine dünne Holzleiste. Ich glaube, ich kann sie erreichen. Ja. Aber das Ding ist halt, wir wissen noch nicht so richtig, was wir eigentlich brauchen.
Womit könnten wir das denn verwenden? Glasscherben könnten uns hilfreich sein, ne? Einige Scherben, vermutlich von der kaputten Öllampe. Sie sind gewölbt und relativ dick. Ach, das geht, aber den Lappen lassen wir fallen, warum auch immer. Okay. So. Und damit kannst du nicht irgendwie... Ach so. Ich komme nicht dran. Nee, geht nicht. Das ist aber alles, was wir haben, ne? Warte mal, können wir die Glasscherben ins Licht? Auf die Flasche? Ich könnte versuchen, die Flasche aufzuschneiden. Ach so. Willst du hier ein Feuer legen? Hier ist alles aus Holz. Das Petroleum hat sich verteilt und etwas davon ist in die Holzritzen gelaufen. Super. Aber eine kleine Pfütze ist geblieben. Ja, das scheint sicher zu sein. Das Petroleum hat sich verteilt und... Okay, dann nehmen wir mal den Lappen. Können wir das kombinieren? Nein, das können wir nicht. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Der Lappen ist jetzt in Petroleum getränkt. Schön. Der Lappen ist mit Petroleum getränkt. Zumindest Teile davon. Und den möchtest du aber nicht aufnehmen. Der Lappen ist mit Petroleum. Nee, möchtest du nicht. Können wir ein bisschen drin rumstochern jetzt. Ich lasse ihn lieber da liegen. Okay. Wir haben ja auch nichts zum Anzünden. Wir haben eine Holzleiste. Der Lappen ist mit Petroleum getränkt. Ja, aber... Wir haben doch nur noch die Holzleiste. Hier, magst du deine Fässer da reinhalten? Nee. Habe ich das nicht gerade versucht und es ging nicht? Ich lasse ihn lieber da liegen. Ach so, ja. Ach, nochmal die Glasscherben. Ich werde noch nicht ganz schlau draus. In Ordnung. Ich halte die Glasscherbe in einen der Sonnenstrahlen. Ja. Und wieso? Ich glaube, es geht. Die Scherbe bündelt das Licht und erhitzt einen kleinen Punkt auf dem Stoff. Das müsste eigentlich... Wow! Super. Na bitte! Jetzt fackeln wir uns ab. In Ordnung. Ich müsste da ankommen. Das sieht schon besser aus. Jetzt aber. Und das lassen wir halt da brennen. Okay, gut. Das ist schon mal viel besser. Weil wir wollen ja eigentlich keine Aufmerksamkeit erregen, denke ich mal. Ich sollte mich sehr vorsichtig umsehen. Ich will nicht, dass der nächste Schritt mein letzter ist. Aber ich muss wissen, wo ich bin und wie ich hier wegkomme. Okay. Können wir mal rausgucken? Die Fenster sind mit schweren Brettern vernagelt. Hier komme ich nicht raus. Ja, aber du könntest doch so ein bisschen was sehen.
sieht mir nicht so aus, als könnte ich die Bretter lösen. Gar nichts. Als wären sie für die Ewigkeit befestigt worden. Okay. Nichts. Die Idee bei dem Ding ist wohl, dass man Anzüge oder Uniform oder sowas drüber hängt, damit sie nicht verknittern. Vielleicht bürstet man sie auf dem Ding auch ab. Lacken. Mal sehen, was sich dahinter versteckt. Oh. Interessant. Ein Stammbaum. Vielleicht gibt er mir Hinweise darauf, wo ich... Da, ganz oben. Samuel und Catherine Gordon. Dann ist das der Stammbaum der Gordons. Dann gehört auch dieses Haus einem Gordon. Stecken Sie hinter der ganzen Sache? Der Stammbaum der Familie Gordon. Beginnend mit Marcus und Mordred bis hinauf zu Samuel und Catherine Gordon. Eine jahrhundertealte Familiengeschichte. Voller Mord und Leid. Ich würde es mir gern ansehen. Also es muss ja mit den Gordons zusammenhängen, denn das war ja in der Familienchronik mit dem Orden. Aber ich hätte es mir schon gern angesehen. Achso, wir haben kein Inventar. Ich vergesse es immer wieder. Also das jetzt, das neue, ja. Auch die ist in unserer Tasche verschwunden. Dieses Seil war um meinen Oberkörper gewickelt. Es ist deutlich länger als die anderen Stücke. Ja, nimm's. Und das andere auch, bitte? Kann man bestimmt alles... Die Reste meiner Handfesseln. Mehrere Seilstücke, alle zwischen 1 und 2 Meter lang. Aber können wir doch bestimmt alles gebrauchen. Wir müssen wieder alles sammeln, was wir kriegen können. Wir brauchen wieder ein neues Inventar. Oh, Bilder. Jetzt können wir uns die angucken. Im Sitzen ging das nicht. 2 Landschaftsbilder. Das eine zeigt eine kleine Stadt im Grünen, das andere ein Moor. Unter dem Stadtbild steht auf einem Messingschild etwas. Cardiff 1812. Ja gut, das sagt uns nicht unbedingt, wo wir uns befinden, ne? Ob wir in Hübsch, Cardiff hässlich. Sind? Hübsch, hässlich. Das Ding hing garantiert nicht immer hier. Eigentlich gehört sowas in einen Saal oder einen Salon. Vermutlich wurde es irgendwann ausgemustert und hier verstaut. Der Bürostuhl passt hier überhaupt nicht rein. Wahrscheinlich wurde er mitgebracht, um mich daran zu fesseln. Hier ist noch einiges, okay. Sieht aus wie stramm verschnürte Stoffe. Handtücher, Bettbezüge, Laken, Decken. Vielleicht konnten die Bewohner sie nicht mitnehmen, wollten sie aber auch nicht einfach den Ratten und Mäusen überlassen. Deswegen haben sie sie so eng zusammengeschnürt, wie es ging. Können wir das einpacken? Sieht aus wie stramm verschnürte Stoffe. Ja. Vielleicht deswegen haben sie... Okay, dann halt nicht. Diese Stelle in der Wand sieht irgendwie seltsam aus. Sieht aus wie ein Essensfahrstuhl. Ein Geheimfach. Ach so. Nanu? Kinderspielzeug. Oder ebenso. Nichts weiter als Kinderspielzeug. Hier muss sich ein Kind ein Lager angelegt haben. Ich hab schon das Spielzeugauto mitgenommen. Mehr von dem Zeug brauche ich nicht. Freiliegende Deckenbalken. Ziemlich rustikal, das Ganze. Freiliegende Deckenbalken. Ja, auch hier sehe ich wieder kaum was. Das werde ich bestimmt auch wieder ein bisschen heller machen. In dem Regal steht einiger Kram. Vermutlich haben sich Mäuse daran ausgelassen. In einigen Sachen sind Löcher. In dem Regal steht... Halt! Ein Kopf! Man kann, glaube ich, seine Perücken da drauf setzen, damit sie sich nicht verformen. Den kann ich gut gebrauchen. Raus traue ich mich nicht. Denn da wird ja bestimmt eine Wache sein. Stoffball. Wir werden das auf jeden Fall irgendwie gebrauchen.
Hier lässt sich ja stark vermuten, ne, dass wir uns ersetzen wollen. Hält nicht. Die gehören wohl nicht zusammen. Mhm. Okay. Na gut, das will er nicht machen. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal raus. Ob wir wollen oder nicht. Warte mal hier. Oder? Doch, ich gehe mal. Ein Flur mit einer Treppe am Ende. Unten läuft ein Kinderprogramm im Fernsehen. Hä? Keiner da? Kann ich etwas für dich tun, Samuel? Was zum Teufel war das denn? Alles klar. Hallo? Ja, wir sind angekommen. Es ist schön hier. Alles genau, wie Sie gesagt haben. Nein, Tom ist einkaufen gefahren. Ja, Tom hat ihn festgemacht. Mit Bändern. Ich weiß, der Mann war nicht so nett zu mir. Aber ich finde es nicht gut, dass er nicht weg darf. Ja, ich pass auf. Tschüss. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Da war eine Frauenstimme. Sie nannte mich Samuel. Und ich habe Musik gehört. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Da unten sitzt Bobby. Und Tom ist auch in der Nähe. Die beiden haben mich entführt. Im Auftrag von jemandem, der dieses Haus kennt. Im Auftrag vom Orden? Aber wo zum Teufel bin ich hier? Und viel wichtiger, wie komme ich wieder weg? Okay. Naja, Bobby macht's nur, weil's der Bruder halt braucht, ne? Das ist die Arbeit von dem. Und was meinte er uns mit dem Mann, der nicht so nett zu ihm war? Wir waren doch eigentlich voll nett zu dem. Nur, dass wir dann halt den Bruder zum Saufen gebracht haben. Meinte der das damit? Halt. Ein Stammbaum der Familie Gordon hängt an der Wand meines Gefängnisses. Kann das hier Black Mirror sein? Oder ist es ein anderes Schloss der Gordons? Ich hatte schon wieder eine dieser verrückten Visionen. Ich hörte, wie das Klavier spielte und eine Frauenstimme nannte mich Samuel. Als wäre ich schon einmal hier gewesen und würde mich an eine Szene aus meiner Kindheit erinnern. Verrückt. Ich muss meine Chance nutzen und fliehen, solange nur eine Wache hier ist. Zum Glück ist es Bobby. Der ist dämlich und müsste sich irgendwie überlisten lassen. Nicht so böse zu dem. Verkohlter Lappen. Das Feuer ist aus. Allzu lange hätte es wohl ohnehin nicht mehr gebrannt. Überlisten lassen. Und warum können wir das dann nicht? Ach, jetzt geht es. Und dann sagst du, der Kopf hält nicht. Aber ich meine, das können wir doch bestimmt trotzdem irgendwie da draufsetzen. Wackelt etwas. Ja. Aber die Stuhllehne stützt den Kopf. Genau, so. Sieht doch perfekt aus. Gar nicht schlecht. Na?
Auf den ersten Blick könnte man wirklich glauben, ein Mensch säße dort unter dem Laken. Dürfte den guten Bobby zumindest irritieren. Mhm. Okay. Auf den ersten Blick könnte... Ich war zuvor noch nie hier. Aber dieser Raum da unten, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Bobby sitzt immer noch vor dem Fernseher. Ich komme an ihm nicht unbemerkt vorbei. Ich knote das Seil um einige der Bindfäden. So. So, dann haben wir... Schade, dass ich das nicht angucken kann. Dann haben wir nur noch das. Okay. Ach so, das ziehe ich hoch. Wozu habe ich die anderen kleinen Seile noch? Mal sehen. Das funktioniert schon mal. Ja. Das Seil ist am Ballen befestigt und liegt über dem Balken. Sieht vielversprechend aus. Mhm. Die Seilstücke sind zu kurz. Ja. Gut. Um den zu irritieren. Jetzt muss ich da bestimmt schnell den Stoffballen noch hochziehen. Okay, jetzt gilt es schnell zu handeln. Ah, er macht das alleine, okay. Hallo? Alles okay? Sorry, Bobby. Nichts Persönliches. So, und nun weg hier. Aber wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Ich brauche meine Kamera. Ja, gut. Aber die Sachen holen wir erst in der nächsten Folge. Und dann finden wir vielleicht auch endlich mal raus, wo wir hier eigentlich sind. Bis dahin. Tschüss.